Aus Alfred der Zauberer. Herausforderung Nummer 1. Leben. 8 Uhr. Ein heller Tag strahlte über das Kester aus. Rashidatu öffnete alle Fenster und zog die breitesten Gardinen des Riesenwohnzimmers auf, um die Sonne gegen Osten hereinscheinen zu lassen. Die Herren des Hauses unterhielten sich immer noch im Wohnzimmer. Rashidatu, die nicht stören wollte, schaute nur kurz vorbei, sagte Hallo und flüsterte ihrem Mann etwas ins Ohr. Alfred antwortete kaum mit einem lakonischen »Ja, bitte, Schatz« auf die Frage, die ihm ins Ohr geflüstert wurde, und sprach einfach weiter, als ob es ihm egal war, ob seine Frau mitbekam, worüber sie sprachen. Rashidatu bekam auch sofort das Gesprächsthema mit. Man merkte aber, dass sie dieses schon bis in die Fingerspitzen kannte und nicht mehr interessierte. Sie verschwand rasch in die Küche. Das delikate Geräusch der Pfannen und des Geschirrs, der feine und herbe Geruch der Gewürze im heißen Öl, sowie der zarte Duft von Kaffee und frischem Brot ließen erraten, dass sie das Frühstück vorbereitete. Alfred sprach weiter. »Weißt du, Miyaki, meine erste Herausforderung im Leben besteht darin, zu leben. Leben zu dürfen ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Zum Leben gehört der Wille zum Leben. Und das ist meine erste Herausforderung. Täglich den Willen zu haben. Ja, kämpfen, um zu leben. Verstehst du das?« »Nee, Freund. Was meinst du? Was ist los?« »Leben. Ich versuche es dir einfach zu erklären. Das ist keine philosophische Frage, eher eine existenzielle. Verstehst du?« »Nein, Alfred, ich verstehe immer weniger.« »Okay, hier. Gib mal deine Hand hier.« »Keine Angst. Fass mal an. Hier, direkt an die Brust. Du kannst ruhig anfassen, kein Problem. Hier auf der linken Seite. Was fühlst du?« »Dein Herz, Freud. Ich fühle dein Herz schlagen. Was ist mit ihm? Ich bin kein Arzt, ich merke nichts Außergewöhnliches.« »Nein? Okay. Bring mal dein Ohr näher. Hier. Hörst du etwas?« »Oh ja. Was ist das?« »Es tickt. Wie eine Uhr tickt es. Was ist das?« »Mein Leben, Mann. Das ist mein Leben. Diese Uhr, wie du sagst, hilft mir zu leben und ich muss ihr auch helfen zu leben. Verstehst du es jetzt?« »Ja, Alfred. Ich verstehe.« »Es tut mir leid.« »Wieso? Du hast nichts verbrochen, du hast nichts Falsches gesagt.« »Es tut mir trotzdem leid. Seit wann hast du das?« 10. »Seit 10 Jahren. Batterie im Herzschrittmacher. Wenn das Ding stoppt, bin ich tot. Vor 4 Jahren hätte der Wechsel der Batterien angestanden, nach den Prognosen der Ärzte. Bei dem letzten Wechsel war es aber nicht so einfach, wie die Ärzte es mir garantierten. Nicht schmerzhaft, ein einfacher Eingriff, sagten sie. Irgendwas war jedoch schiefgelaufen. Infektionen, Entzündungen. Es war so schmerzhaft. Aber ich habe es überlebt und lebe noch. Deswegen will ich nicht mehr. Keine OP mehr. Nein. Das Ticken der Uhr, wie du sagst, hätte vor Jahren aufhören müssen. Nach Prognosen der Ärzte. Sie bleibt aber nicht still. Ich lasse sie nicht stillstehen. Ich helfe ihr, durch meinen Willen weiter zu ticken. Und sie hilft mir, weiter zu leben. Das ist ein faires Geschäft, oder nicht? Alfred hörte auf zu sprechen und sah Miyaki an, als ob er eine Antwort auf seine Frage erwarten würde. Mindestens ein Ja, dachte er. Da nichts von der anderen Seite kam, fing er an zu lächeln. Er lachte und lächelte. Dann schwieg er, blieb still und schaute seinem Freund hilfesuchend in die Augen. Miyaki fühlte sich irgendwie verlegen. Eigentlich hatte er die gestellte Frage als eine rhetorische verstanden. Aber er fühlte, dass er irgendwas sagen musste. Alfred, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Aber bleibst du deswegen hier in Afrika? Willst du dich hier besser? Nein, verstehe mich nicht falsch, das habe ich nicht gesagt. Davon will ich aber jetzt auch nicht sprechen. Nicht heute. Später. Vielleicht. Das ist meine zweite Hauptherausforderung. Lass uns jetzt frühstücken gehen. Es ist schon 8 Uhr. Kommt zu Tisch, Rashi hat, glaube ich, Rühreier gemacht. Bist du soweit, Rashi? Können wir kommen? Ja, Alfred, ich bin fertig. Ihr könnt zu Tisch kommen. Komm, Miyaki. Okay, Alfred. Aber ich muss noch in die Dusche gehen. Ihr könnt schon anfangen. Ich komme in ein paar Minuten. Sag mal, warum nennt dich Rashida eigentlich Alfred? Sie nennen mich alle Alfred. Sie können wohl nicht anders. Alfred finden sie irgendwie unheimlich. Das macht aber wirklich nichts. Solange mein Zwillingsbruder nicht hier ist, ist das kein Problem. Er heißt nämlich Alfred. Und ich Alfred. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Frühstück wird kalt. Ich gehe schon ins Esszimmer.
Willst du eigentlich Tee oder Kaffee? Einen Tee bitte. Grün mit Zitronen und Honig.